Wartet hier, ich mache den Weg frei. Die Zeit für Antworten ist gekommen. Was haben wir denn hier? Zahidi, ich habe noch ein Dokument von Monroys Leuten gefunden. Wir müssen uns ihrer Kolonie nähern. Anscheinend glaubte Monroy nicht an die Friedfertigkeit der Packs. Als seine Technik abgeraucht ist, dachte er, die Packs wollten ihn sabotieren. Als dann ein Sturm heranzog, erwischten seine Leute die Packs bei einem ihrer Obelistenrituale. Dachte Monroy, die Packs würden die Stürme verursachen? Das dachte ich auch, als ich Orgis zum ersten Mal in den Ruinen im Wald sah. Monroy befahl seinen Soldaten, die Zeremonie zu stoppen. An diesem Tag erwähnte Dr. Indira die ersten Päckstunde. Bring mir alle Dokumente, die du finden kannst. Vielleicht erfahren wir so, was passiert ist. Nachdem die ersten großen Stürme den Großteil der Technik zerstört hatten, wurde Monroy wütend.
Er forderte von den Packs Erklärungen und Zugang zu ihren Kräften. Aber sie verstanden ihn nicht, boten ihm aber ihre Hilfe an und führten ihn sogar zu ihrer heiligen Stadt, Jung. Wahrscheinlich die Stadt, die wir entdeckt haben. Packs brachten ihn zum großen Tempel und zeigten ihm, wie sie mit der Anomalie kommunizieren. Aber Monroy dachte, sie wollten ihn ermorden. Er ordnete die Hinrichtung der Packs-Anführer an und schloss den Tempel. Er wollte selbst lernen, die Anomalie zu kontrollieren. Meine Güte. Monroy.
hat die Pax ja völlig missverstanden. Gibt es unzählige Käfige. Sie sind voller Skelette. Sehen wie Pack-Skelette aus. Nach der Hinrichtung der Pax-Anführer sind Monroys Leute in der Stadt eingezogen. Das war also ihre Kolonie. Sie nahmen den Pax ihre Häuser weg und ließen sie Zwangsarbeit verrichten. Kurz gesagt, sie haben sie versklavt. Sie glaubten, am Verlust ihrer Maschinen seien die Pax schuld. Spielt keine Rolle, was sie glaubten.
Für die Versklavung gibt es keine Entschuldigung. Spuren einer starken Energie. Aber wer hat diese Energie gegen sie entfesselt? Falls hier noch jemand Bestien erledigt, muss ich wissen, wer das ist.
Das ist perfekt für Beauvoirs kleines Museum. Anscheinend ließ Monroy Dr. Indira die Obelisken und die Kräfte der Tex erforschen. Wurde aber wütend, als sie keine verwertbaren Ergebnisse abliefert. Dachte ich auch.
Meinst du, ihr Forschungsergebnisse lassen sich erzwingen? Sie beschreibt mehrere Vorfälle, bei denen Pex, die geheime Rituale mit Drogenisten durchführen wollten, verhaftet und hingerichtet. Hätte er sie die Rituale nur beenden lassen, verstehst du? Sie hätten die Stürme vielleicht beruhigt, anstatt zusehen zu müssen, wie sie stärker wurden. Das Geschehene kann ungeschehen gemacht werden. Ich habe dich erwartet. Hast du von all dem gewusst, was Monroys Leute hier gemacht haben? Ich war Teil davon. Sag mir eines. Glaubst du an Vergebung? Das kommt drauf an, wer wem vergibt. Er atmet noch. Was machst du da? Nein. Was du wissen willst, ist, wer ich bin. Ich war der erste Offizier in Monroys Armee. Ich tat alles, was er mir befahl. Ich studierte die Packs. Ich lernte ihre Sprache. Ich kannte meinen Feind. Und dann rottete ich sie aus. Männer, Frauen, Kinder. Für das Menschheitsprojekt. Um ihre Kräfte zu stehlen, uns zu Göttern zu machen. Nichts scheint schändlich, wenn man siegt. Mit den ersten Niederlagen kam eine Reue. So ging ich ins Exil. Ich streifte durch die Wüste, suchte den Tod. Doch dann hat mich dieses Gebrechen heimgesucht. Ein Sturm hat mich zerrissen. Und mir die Kraft auferlegt, die wir stehlen wollten. Ich war der Erste. Doch jetzt weiß ich, wie ich alles in Ordnung bringen kann und die Kinder von Enoch zurückhole. Wie? Enoch ist in mich gefangen. Ich habe nicht... Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hilfst du mir? Halte sie in Schach, bis ich so weit bin. Du bist echt verrückt. Mach schnell! Du solltest dich besser beeilen. Du lockst noch mehr von denen an. Du musst dich aufhalten, es ist Kraft für Schaden. Sieht aber nicht nach. Ich versuche, sie zu retten. Ich habe gesagt, ob sie gerettet werden sollen. Noch mehr von diesen Scheißviechern.
Rex kommt nach Enoch zurück. Los, wandle dich. Bitte. Da. Das reicht. Geschehen ist geschehen. Es gibt keine Vergebung. Leb damit oder lass es bleiben. Es muss einen Weg geben. Ich fürchte, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Irgendwo. Diese Stadt sieht groß aus. Viele Möglichkeiten für einen Hinterhalt.